Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen, bisschen auch kuschelig-muschligen Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Wir geben uns heute die Nacht-Session von Ich denke an dich von Elif. Alle, die das vielleicht noch nicht kennen sollten, das sind quasi Akustikversionen, wo Elif Songs von ihr neu singt. Und die haben damals angefangen zum Nachtalbum, deswegen auch Nacht-Session. Hat sich aber so etabliert und ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke an dich. Ist ein wunderschöner Song. Meine Reaction dazu habt ihr hoffentlich schon gesehen. Ist ein richtig, richtig starker Song geworden. Ich fand den Part von PA auch sehr cool. Ich bin gespannt, ob sie jetzt hier den Part von PA quasi mitrappen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird den Chorus einfach nochmal singen. Aber wer weiß, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Link zum originalen Video natürlich ganz oben in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein und wir hören direkt rein. Los geht's, Freunde. Ich denk an dich, ich denk an dich, mich ein Tag nicht, mich ein Tag nicht. Direkt auch mit dem Klavier im Hintergrund, das passt halt. Das ist schon, das ist direkt irgendwie nochmal, voll viele Songs haben dadurch, durch diese Nacht-Session, nochmal so ein anderes Feeling für mich gehabt. Ich denk an dich, ich denk an dich, sag, wann hört das auf? Und man muss über die Stimme nicht sagen, glaube ich, wie krass das ist, oder? Gut. Früher mit dir heute alleine durch die Stadt. Du teilst mein Leben in einer vor und einer nach. Als wäre ich gestorben und jetzt krass. Werde ich nochmal wach. Das ist schon krass. Da ist ein Loch in meinem Herz, wo du mal warst. Wie finde ich Frieden, wenn du mir immer willst? Ich merke es viel zu spät. Das ist so krass, wie. Ich check's manchmal nicht, wie jemand sich so gut anhören kann. Actually nicht. Ohne dich weiß ich nicht, wofür ich lebe. Die Liebe meines Lebens, ich ließ dich einfach gehen. Alles, was danach kam, brachte mir nur Tränen. Du warst die Liebe meines Lebens. Oh, ich denk an dich, ich denk. Der Song wird durch diese Art von, also durch diese Version, nochmal so ein bisschen herzzerreißend, habe ich das Gefühl. Nochmal ein bisschen herzzerreißender. Tragischer. Ich ein Tag nicht, mich ein Tag nicht. Ich denk an dich. Ich denk an dich, oh ja. Yeah. Krass, Mann. Und selbst im Traum, als komm noch aus, es tut so weh, wie ich dich brauch. Ich denk an dich, ich denk an dich, sag, wann hört das auf? Boah. Du warst die Liebe meines Lebens und ich glaub, egal wer nach dir kommt, niemand füllt diesen Raum. Den du hier hinterlassen hast, denn ich bin taub. Wie soll ich mich nach diesem Schmerz denn nochmal trauen? Wie finde ich Frieden, wenn du mir für immer fehlst? Ich merke es viel zu spät. Boah, ey, ich fühl's auch, wie sie immer noch so kleine Veränderungen mit reinbringt. Das ist krass. Und wir haben jetzt auch schon mitbekommen, sie hat ihren Part dann einfach nochmal quasi und nicht den Part von PA. Bitte sag mir, dass das irgendwann vergeht. Meines Lebens, ich ließ dich einfach gehen. Alles, was danach kam, brachte mir nur Tränen. Du warst die Liebe. Ich hab so keine Ahnung, Mann. Ich bin voll so. Ich find's immer wieder krass, diese Nacht-Sessions zeigen einfach, was für ein krasses Talent Elif hat. Beziehungsweise was für eine talentierte Künstlerin sie ist. Ich denk an dich, ich denk an dich. Boah, jetzt wo es so ruhig wird, ist auch geil. Man hört richtig das Atmen von ihr noch. Oh, selbst im Traum, als kaum noch aus. Es tut so weh, wie ich dich brauch. Ich denk an dich, damn. Ich denk an dich. Sag, wann hört das auf? Oh. Wie kann man sowas machen? Ich check's nicht, Mann. Bei mir kommt nichts raus aus meinem Hals. Und andere Leute können sowas. Krass. Ganz krass. Jetzt flexst sie. Okay, Elif, ey, jetzt flexst du. Jetzt flexst du einfach. Jetzt bist du noch am Flexen so ein bisschen. Okay, ist auch okay. Ist auch okay. Sag, wann hört das auf? Diese leicht tiefere, rauchigere Stimme. Am Ende war auch sehr nice. Sag, wann hört das auf? Boah, ey, gerade auch im letzten Satz, diese Stimmfarbe von Elif habe ich selten gehört.
Sie ist so flexibel. So, ich weiß, ich wiederhole mich nur. Aber richtig, richtig stark geworden. Holy shit. Ey, diese Nacht-Session-Reactions verlaufen alle gleich. Ich bin geflasht von Elifs Stimme und freue mich, dass wir den Song nochmal quasi live hören konnten jetzt. Mehr passiert hier drin nicht. Sorry, das ist alles, was ihr hier bekommen werdet, ja. Aber es war für mich wichtig, noch die Nacht-Session abzuchecken. Für mich actually eine der besten Nacht-Sessions. Top 3 würde ich irgendwie sagen. Weil hier mit der Stimmfarbe noch mal ein bisschen mehr, keine Ahnung, Variation drin war. Und gerade am Ende, wo es noch mal so sehr ruhig wurde, kam dann noch mal so ein bisschen, keine Ahnung, war es noch mal ein bisschen noch herzzerreißender, der Song. Und hab den noch ein bisschen mehr gefühlt irgendwie. Richtig stark, Mann. Keine Ahnung. Ich find's cool, dass Elif diese Nacht-Sessions macht. Muss sie nicht machen, sie hat davon quasi nichts. Sie macht's einfach für uns und natürlich, weil sie es kann. Also, man hat's gehört. Sie kann es auf jeden Fall. Ja, ey, vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Es freut mich unfassbar doll. Wenn ihr dieses Video hier gerade seht, bin ich wahrscheinlich schon entweder im Zug nach Berlin oder im Zug von Berlin nach Köln. Es wird eine interessante Woche bei mir, deswegen checkt gerne meine Instagram-Stories ab. Da ist einiges am Start für euch. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte, das ist die einzige Voraussetzung. Sonst kann ich euch nicht gehen lassen. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ey, ehrlich, so schön. Ihr seid echt schön. Bleibt so, okay? Danke.